Ein großer Vampir zu sein ist toll, aber was sollen kleine Vampire tun? Such dir die Stelle aus, wo du auch rankommst. Komm schon, noch ein bisschen. Stell ihn hier hin. Ja, genau hier. Super. Du hast deinen neuen Sarg? Und wo ist meiner? Sorry, hab ich ganz vergessen. Hier, der ist so süß. Wie findest du ihn? Oh ja, gib her. Fang. Oh, hilf mir doch. Oh, komm schon. Was ist mit dem Geld? Welches Geld? Husch. Ah. Jenna, Hilfe. Ich steck fest. Ich gehe. Hilfe! Holly, was ist passiert? Da ist ein riesiges, haariges Monster. Wo, hinter der Tür? Zeig mal. Oh, hi. Was für ein süßer Kerl. Ah, es ist ein Monster. Es hat so viele Zähne. Da gehe ich nicht raus. Holly, das ist doch nur ein Hund. Es ist Zeit, diesen Umhang zu waschen. Ich hoffe, das Blut geht raus. Oh nein, ich hätte ihn nicht bei 90 Grad waschen sollen. Jenna, was ist das? Oh, Polly, das ist für dich. Ein Geschenk. Wow, was für ein süßer Umhang. Danke, das ist aber nett von dir. Barkeeper, hey. Wer redet denn da? Ich habe doch was gehört. Hey, Barkeeper. Oh, ich habe das kleine Ding nicht gesehen. Ich hätte gern einen Drink. Okay. Hier, das ist ein Mocktail. Was? Soll das ein Joke sein? Hi, Barkeeper. Wow. Eine Portion Blut, bitte. Bitte. Danke, sehr nett von dir. Aha, die Gäste heutzutage. Oh Mann, Jenna hat wieder aufgeräumt. Und ich komme nicht ran. Es ist hart, klein zu sein. Hier steht, wie man ein großer Vampir wird. Das ist genau das, was ich brauche. Oh, klingt gut. Wow, du bist aber groß. Wahnsinn. Oh ja, Jenna, es fühlt sich großartig an. Lass uns spazieren gehen. Klar. Holly, geht es dir gut? Ja. Wirklich? Wie wird man ein großer Vampir? Holly, das sind Märchen für Babyvampire. Es riecht unglaublich. Frisches Blut. Aber ich komme wieder nicht ran. Oh, Jenna, hilf mir bitte. Kannst du mir das da oben geben? Klar. Das riecht aber lecker. Sorry, ich kann nicht widerstehen. Was? Oh, ich liebe Seifenopern. Oh, ich habe das Popcorn vergessen. Ich werde Telekinese benutzen. Warum sollte ich ein Buch brauchen? Ein Minisarg? Oh, diese Brille habe ich schon lange gesucht. Ja, Popcorn! Polly? Aber wie... Jenna? Was mache ich denn hier? Oh, ich liebe diesen Film. Das war so gut. Aber ich habe was zwischen meinen Zähnen. Oh, Jenna, gib mir auch einen Zahnstocher. Klar, hier. Das ist ein Holzflock. Das soll ein Zahnstocher sein? Du siehst so lustig aus, wenn du wütend bist. Die Nacht ist angebrochen. Also wird es Zeit, dass die Vampire aufstehen. Ich habe gut geschlafen. Mein neuer Sarg ist so gemütlich. Oh.
Ich werde meinen neuen Freunden einen Streich spielen. Sie werden so schockiert sein, wenn sie Knoblauch sehen. Hi. Hi, Piper. Oh, sie hat es nicht bemerkt. Hi, Knoblauch? Holly, warte. Jenna, komm rein. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch was Wichtiges zu tun habe. Ist der Sack kleiner geworden? Oder bin ich gewachsen? Oh Mann, ich muss einen neuen bestellen. Lass uns zur Kasse gehen. Was? Warum ist da eine riesige Schlange? Ich kümmere mich darum. Was ist das für ein Lärm? Oh, was für ein süßes Kätzchen. Holly, lass mich mal versuchen. Hey, kusch! Schatze und lerne. Bäh. Wollt ihr das Übliche? Ja, zwei Cocktails mit Blut. Ah, positiv bitte. Blut? Klar. Hier sind eure Drinks. Was? Das ist Tomatensaft. Oh, das wirst du bereuen. Nein, nein, Jenna. Nicht? Wir hatten eine Abmachung. Oh, hier, das geht aufs Haus. Geht doch. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Schmeckt das gut. Ich bin in der Vampirhöhle. Die Vampire haben Angst bekommen. Und jetzt haben sie sich versteckt. Wir werden uns jetzt zeigen. Hatschi! Echt jetzt? Ich bin allergisch gegen Holzflöcke. Hi. Oh! Hey, nicht aufhören. Mach alles sauber. Da ist noch Staub auf dem Regal. Das muss auch sauber gemacht werden. Fertig. Das reicht. Wie süß. Machst du Witze? Ja. Warum hast du das gemacht? Wer soll denn jetzt weiter sauber machen? Fangverstärkungszahnpasta ist genau das, was ich brauche. Autsch, mein Zahn. Er ist rausgefallen. Oh nein. Was ist das? Ein riesiger Zahn? Ihhh. Aber ich könnte ihn als Hocker benutzen. Nee, der ist zu hoch. Keine gute Idee. Wie fandet ihr unsere Vampire? Schreibt uns, welche großen und kleinen Geschichten ihr im nächsten Video sehen möchtet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.